Hi Leute, wie ich in meinem letzten Zorro-Video erwähnt habe, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Zorro und Ryuma. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt oben auf die Infokarte klicken. Also gut, kommen wir zuerst zum Äußerlichen. Hier sieht man ganz klar, dass Zorro Ryuma nachempfunden ist. Trotz meiner miserablen Photoshop-Künste erkennt man hier ganz deutlich, dass die Ähnlichkeit verblüffend ist. In SBS 47, für die Leute, die nicht wissen, was ein SBS ist, es ist eine japanische Abkürzung und bedeutet übersetzt so viel wie "Ich beantworte Fragen". Bei One Piece werden in einem SBS oder Fragen gestellt, die er dann beantwortet. Also wie gesagt, in SBS 47 fragte jemand, ob Ryuma von One Piece derselbe Ryuma wie in Odas Novelle Monsters ist. Oda antwortete daraufhin: "In One Piece ist Ryuma ein legendärer Schwertkämpfer, welcher an einer Krankheit gestorben ist. Es wäre nicht schlimm gewesen, wenn es niemand bemerkt hätte, dass die zwei dieselben Ryumas sind. Aber umso mehr freut es mich zu sehen, dass man ihn aus Monsters kennt." Des Weiteren befasst sich der zweite Teil der Frage mit Garp. Da in Monsters ebenfalls ein Charakter Garp stark ähnelt und die Vermutung auftaucht, dass Garp ein Pirat hätte sein können. Dies dementiert Oda aber und erklärt, dass Garp aus One Piece schon immer ein Marine war. Aber das gehört hier nicht in diese Theorie. Wie wir wissen, ist Zorros Ziel, der beste Schwertkämpfer zu werden. Dasselbe gilt für Ryuma auch. Er wollte den König, welcher damals der beste Schwertkämpfer war, herausfordern, um somit die Nummer 1 zu werden. Schauen wir uns mal an, wie Zorro und Ryuma zum allerersten Mal vorgestellt wurden. Zorro war am Verhungern und am Ende seiner Kräfte, bis zum Moment, wo sein Retter kam. In diesem Fall war der Retter Ruffy. Zorros Worte: "Ich werde alles tun, um am Leben zu bleiben und meine Träume verwirklichen." Nach 9 Tagen ohne Essen kann man verstehen, warum er nach dem Essen so glücklich guckt. Dasselbe bei Ryuma. Seine Worte: "Ich werde nicht an so einem Ort sterben." Nach seiner ersten Mahlzeit, nach 5 Tagen Hungern, auch derselbe Gesichtsausdruck wie bei Zorro. Auf Thriller Bark kämpften nun beide gegeneinander. Ryuma als Zombie hat Zorro mächtig Probleme bereitet. Wie Brook im Manga 467 sagt, haben beide eine physisch ähnlich starke Verfassung. Beide seien Benutzer der Power of Destruction, also der Macht der Zerstörung. Wie wir gesehen haben, kann Zorro durch Metall schneiden. Diese Kraft hatte Ryuma auch. Problemlos ging sein Schwert durch eine Bronzestatue. Beide Charaktere töteten einen Drachen. Ryuma war sogar bekannt dafür, Drachentöter genannt worden zu sein. Aber schaut mal, wie sie den Drachen töteten. Zorros Schwert ging perfekt durch seinen Hals. Er köpfte ihn regelrecht. Natürlich benutzte dabei Ryumas Schwert, das Shusui. Dreimal dürft ihr raten, wie Ryuma den Drachen tötete. Es war ebenfalls ein glatter Schnitt durch den Hals. Er köpfte die Bestie, als wäre es nichts. Als Zorro vom Dach des Hauses gesprungen ist und Ryuma angegriffen hat, manifestierte sich ein Drache, der Merkmale zu dem Drachen hat, den Ryuma tötete. Zum Beispiel die 4 Eckzähne, die sehr markant waren. Das Erstaunliche ist, dass er genau in diesem Kampf seine Drachentechnik entwickelte. Ausgerechnet gegen den ehemaligen Dragon Slayer. Ich finde, es existieren zu viele Gemeinsamkeiten, als dass es nur Zufall wäre. Wie ihr hier hört, ist Ryuma aus Wano Kuni. "Gut, ich nehme dein Schwert. Aber lass uns dieses Duell vergessen. Samurai aus Wano Kuni." Nun geht Zorro nach Wano Kuni. Wie man im Manga erkennt, möchte er dort etwas beweisen oder verändern. Ich glaube, die Zorro-Wano Kuni-Mission wird ihn sehr prägen. Das Problem, was Zorro haben wird, ist den Leuten zu erklären, wie er an das Schwert gekommen ist. Wir haben an Kinemons Reaktion gesehen, wie empfindlich die Leute darauf reagieren. Da Kinemon selbst sagt, dass der Sarg mit dem Schwert aus Wano geklaut wurde und dies nun mal ein Nationalheiligtum war, ergriff Zorro daraufhin sofort an. Zorro wird es womöglich schwer haben, den Leuten zu erklären, woher er das Schwert hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der hinterhältige Shogun das ausnutzen wird, um die Leute gegen Zorro zu hetzen. Im Endeffekt wird Kinemon die Sache aufklären und Zorro aus der Schussbahn ziehen. Ich denke, am Ende wird Zorro ebenfalls als ein großer Krieger anerkannt werden.
Es gibt einfach keine bessere Arc als die in Wano für Zorro, da er sich stark weiterentwickeln kann. Und Mihawk war auch höchstwahrscheinlich da und hat dort den einen oder anderen Gegner bezwungen. Es wird jetzt sehr interessant, was in Wano passieren wird. Ich denke, das wird ein sehr, sehr wichtiges Abenteuer für Zorro. Da auch die Gemeinsamkeiten von Ryuma und Zorro darauf hindeuten, dass irgendwas sehr Wichtiges in Wano passieren wird. Ich meine, er hat das Nationalheiligtum, das Schwert vom Helden Ryuma aus Wano. Ja, Freunde, das war schon mit den Gemeinsamkeiten von den beiden und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Und bevor ich es vergesse, ich habe neuerdings Instagram. Mein Name lautet dort TheoryTV1. Ich werde da regelmäßig posten und Ideen zu Theorien und vieles mehr mit euch teilen. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch dort folgen. Danke und bis zum nächsten Mal.